Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Videopräsentation. Ich bin Matthias Heine. Seit über 20 Jahren bin ich freiberuflicher technischer Redakteur, Übersetzer, Dolmetscher und Gründer des Unternehmens Singlefeeder, das ein technisches Redaktionssystem anbietet. Das Wissen und die Erfahrung, die ich über die Jahre zusammengetragen habe, stelle ich in einer Videoreihe zusammen, die ich ständig erweitern werde. Heute geht es um das Thema maschinengerecht formatieren. Ich habe es in zwei Clips unterteilt, einen mit Hintergrundwissen zu dem Thema und einen mit einigen praktischen Regeln für die tägliche Arbeit. Hier nun der erste Teil. Maschinengerecht formatieren. Was sind die Ziele? Was wollen wir überhaupt mit maschinengerechter Formatierung erreichen, beziehungsweise was ist das eigentlich? In der Dokumentation versuchen wir, möglichst viele unserer Texte und Übersetzungen mehrfach zu verwenden. Wenn unsere Formatierungen nicht maschinenlesbar sind, werden gleiche Texte von der Maschine als verschieden erkannt und unsere Wiederholungsrate sinkt. Das wirkt sich besonders deutlich aus, wenn wir die Texte übersetzen müssen oder wenn wir Dokumente sogar automatisch zusammenstellen wollen. Das automatische Generieren von Dokumenten, am besten sogar leserspezifisch, ist ja eins der ganz großen Ziele, die viele von uns in der technischen Dokumentation erreichen wollen. Das wird häufig auch als Content Delivery bezeichnet. Ein Zwischenziel auf dem Weg dorthin ist die Reduzierung von Übersetzungsaufwand, sowohl in Bezug auf die Menge des übersetzten Textes als auch auf die Verwaltung. Neben dem übersetzungsgerechten Schreiben, dazu mache ich noch eine gesonderte Videoreihe, aber es gibt auch schon viel Material dazu im Internet, ist das maschinengerechte Formatieren, um das es hier geht, ein wichtiger Bestandteil dabei. Im Grunde geht es dabei nicht nur darum, Texte zu vereinheitlichen und wiederzuverwenden, sondern es geht auch darum, bestehende Formatierungen auf mehrere Texte anwenden zu können. Das bringt uns zu einem weiteren Ziel für maschinengerechte Formatierung. Maschinengerechte Formatierung ist eben auch notwendig, um Inhalte bzw. Texte in verschiedene Medien ausgeben zu können. Hier benötigt man natürlich auch eine Datenquelle, die das bedienen kann, zum Beispiel eine Datenbank. Wichtig ist aber, dass Inhalte und Formatierungen voneinander unterschieden werden können. Das macht es möglich, dass Texte von verschiedenen Programmen verarbeitet werden. Ein Stichwort hier sind Stylesheets. Dazu sage ich aber an anderer Stelle mehr. Ein weiteres Ziel maschinengerechter Formatierung ist die Einrichtung von Standards und das Reduzieren von Varianten. Wir hören oft von Redaktionsleitfäden, also Richtlinien, nach denen Dokumente zu erstellen sind. Neben sprachlichen Regelungen und inhaltlichen Anforderungen können diese aber auch Vorgaben zur Formatierung mit Layout enthalten. Ich verwende übrigens die Worte Formatierung und Layout in der Regel als Synonym. Das sind also die Ziele bzw. das Ziel für maschinengerechte Formatierung. Aber was ist maschinengerechte Formatierung selbst? Was ist damit gemeint? Kurz gesagt, es ist nichts anderes als die Trennung von Form und Inhalt. Das ist ja eben auch schon angeklungen. Das ist natürlich als Konzept schon lange bekannt, wird aber meistens mit einem hohen technischen Aufwand in Verbindung gebracht. Wir werden aber noch sehen, dass das gar nicht unbedingt so sein muss. In der Praxis begegne ich häufig Zuständen, die im Laufe der Jahre gewachsen sind. Man hat mal angefangen, Dokus zu schreiben, weil man halt welche brauchte. Entsprechend hat man sich wenig Gedanken über Wiederverwendung, Effizienz und so weiter gemacht. In den meisten Unternehmen werden diese Themen eben erst im Laufe der Jahre relevant. Oft ist auch schon der eine oder andere Ansatz gemacht worden, der dann aber häufig im Sande verlaufen ist. Einige Dinge wurden verbessert, viele Haken und Ösen aber eben immer noch mitgeschleppt und mehr kommt die Redaktion an den Punkt, wo alles wieder unübersichtlich wird und die Aufgaben damit drohen, die Ressourcen zu übersteigen. Also ist es wieder an der Zeit, etwas zu tun. Das ist nebenbei gesagt der ganz normale Lauf der Dinge. So funktioniert Evolution eben und oft macht es auch wirtschaftlich gar keinen Sinn, auf einen Schlag die perfekte Lösung erreichen zu wollen. Es ist ja schon schwierig genug, die zu definieren. Und wenn es dann an die Umsetzung geht, stellt sich das neben dem Tagesgeschäft oft als unmöglich heraus. Dazu kommt oft auch, dass wenn sie dann erreicht ist, hat sich die Welt weitergedreht und die eigentlich perfekte Lösung ist es gar nicht mehr. Warum dann nicht gleich einen inkrementellen Weg einschlagen? Das kann durchaus sinnvoll sein. Aber zurück zum Thema. Was finden wir also häufig in der Praxis in Bezug auf die Formatierung der Dokumente vor? Richtig, uneinheitliche manuelle Formatierung. Oft mögen die Dokumente zwar gleich aussehen, meistens gibt es ja ein CI, also eine Corporate Identity, oder andere Vorgaben, die das Aussehen der Dokumente bestimmen, und durch Copy and Paste oder die Verwendung bestehender Dokumente als Vorlage bleibt das Aussehen ja auch meistens ganz gut erhalten. Allerdings, man muss schon genau hinschauen, wie dieses Aussehen erreicht wurde. Wurde manuell formatiert oder wurden Formatanweisungen hinterlegt?
Nur kurz zur Erläuterung, was sind manuelle Formatierungen? Manuelle Formatierungen entstehen zum Beispiel, wenn Sie einen Text markieren und fett machen. Bleiben Sie in einem Editor, sind diese Formatierungen nicht dramatisch. Sie haben ja eine feste Definition. Es ist zwar einfach so zu dokumentieren, jedoch hat diese Arbeitsweise auf Sicht gravierende Nachteile. Weil Sie schon damit Kontakt hatten, schauen Sie wahrscheinlich gerade dieses Video. XML bietet hier eine gute Möglichkeit. Allerdings ist das erst effektiv, wenn Form und Inhalt getrennt voneinander vorliegen. Also die Trennung bereits erfolgt ist oder bereits bei der Erstellung der Dokumente getrennt eingegeben wurde. Auf XML umzusteigen wird also für die meisten von uns ein Ziel sein, das es mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen gilt. Und das ist auch möglich. In dieser Videoreihe zeige ich ein paar einfache Maßnahmen mit Regeln, mit denen man schon ohne viel Aufwand das größte Stück des Weges zur automatischen Dokumentenzusammenstellung gehen kann. Dazu gibt es ja auch noch ein separates Video mit konkreten Regeln. Nun haben wir ja alle schon bestehende Dokumente und die wollen wir auch weiter verwenden. Es bleibt ja immer noch aufwendig genug, die Übersetzungen den Originaltexten hinzuzufügen. Da möchte niemand den Aufwand betreiben, alle Texte auch noch neu zu erfassen. Die Aufgabe ist also relativ unstrukturierte Dokumente zu strukturierten Dokumenten zu machen. Wie kann das gelingen? Das Stichwort hier heißt Formatanweisungen. In Word sind Formatanweisungen übrigens nichts anderes als Formatvorlagen. Der Vollständigkeit halber mache ich zu Formatvorlagen auch noch ein eigenes Video, das erklärt, wie man damit arbeitet. Es gibt aber auch jede Menge Informationen dazu im Internet für diejenigen, denen das Thema noch nicht so geläufig ist. Verwendet man also Formatanweisungen, das heißt Formatvorlagen, oder bei FrameMaker Formate aus dem Formatkatalog, gibt man dem Programm Anweisungen, wie es mit Text zu verfahren hat und auf welchen Text sich die jeweilige Anweisung bezieht. Im Grunde hat man damit bereits die Trennung von Form und Inhalt vollzogen, zumindest soweit man als Nutzer davon betroffen ist. Wo wir gerade bei Editoren sind. Word und FrameMaker sind die meistgenutzten Editoren in der technischen Dokumentation. Deswegen beziehe ich mich hier meistens auf diese beiden. Die 7 praktischen Regeln, die ich in einem separaten Video beschreibe, sind allerdings mit jedem Editor anwendbar. Speziell alte Versionen von Word haben die Daten so unstrukturiert gespeichert, dass kein anderes Programm sie lesen konnte. Inzwischen, mit neueren Versionen, die DocX-Dokumente speichern, ist das anders. Und die gute Nachricht ist, die Konvertierung alter Word-Dokumente in neue ist in aller Regel problemlos. Wenn die Dokumente nicht allzu komplex sind, ist der Umstieg fast immer ohne Nacharbeiten möglich. Zunächst müssen die Dokumente also in eine neuere Version von Microsoft Word überführt werden. Genauer, sie müssen in eine Version überführt werden, die DocX-Dokumente erstellt. Diese neueren Versionen bedienen sich im Hintergrund einer Art XML. Damit wird die Grundlage für die nächsten Schritte gelegt und man ist mit Word und FrameMaker quasi auf dem gleichen Stand. Etwas anders ist das bei FrameMaker-Dokumenten. FrameMaker hat im Hintergrund schon immer besser strukturierte Dokumente erzeugt, die über das sogenannte FrameMaker-Austauschformat NIF auch zugänglich sind. Verwendet man also FrameMaker, ist dies bereits ein Vorteil. Dass die FrameMaker-Dokumente intern strukturierter sind, äußert sich in der Praxis übrigens darin, dass sie stabiler laufen und mit Formatierungen besser und zuverlässiger zurechtkommen. Indirekt haben die FrameMaker-Nutzer also schon immer von einer gewissen Form der Trennung von Form und Inhalt profitiert. Was kann also passieren, wenn man manuell formatiert? Es wird schwierig, wenn nicht unmöglich, manuell formatierte Texte in anderen Editoren zu verwenden. Das liegt ganz einfach daran, dass Sie mit einer manuellen Formatierung die interne Codiersprache des Editors verwenden, die eben nur diese versteht. Noch schwieriger wird es, wenn sich verschiedene manuelle Formatierungen überlagern, zum Beispiel eine Schriftart, die fett hervorgehoben ist. Sicher kennen auch Sie Stellen an Texten, die manuell als fett hervorgehoben worden sind und ein Teil davon dann wiederum als nicht fett formatiert wurde. Solche Verdrehungen sind bei manueller Formatierung nicht selten, aber immer ein Stolperstein in der Weiterverarbeitung. Selbst nur übersetzte Texte, also Texte, die einfach nur übersetzt werden, müssen wegen sowas häufig nachbearbeitet werden. Diese Schwierigkeiten lassen sich leicht umgehen, wenn Sie die 7 Regeln zum maschinengerechten Formatieren befolgen. Die wichtigste davon ist, mit Formatvorlagen zu arbeiten. Bevor Sie jetzt aber loslegen und Formatvorlagen anlegen, ist es ratsam, sich ein paar Gedanken über ein Namenskonzept zu machen. Warum ist das wichtig? Einerseits natürlich für Sie als Anwender. Wenn die Namensgebung konsistent ist, finden Sie sich leichter zurecht und Sie können es besser nutzen. Auch können sich Kollegen besser einarbeiten und schneller produktiv werden. Wichtiger noch ist aber der Blick in die Zukunft. Entscheidend bei Formatvorlagen ist der Name.
Das eigentliche Aussehen des Formates ist weniger wichtig. Wenn Sie in der Zukunft strukturiert arbeiten wollen, werden Sie jeden Satz, den Sie verwenden, als Formatinformation den Namen des Formates mitgeben. Die eigentliche Formatierung wird in dem Editor oder später in Stylesheets hinterlegt. So bringt der Satz mit seinem Namen die Information mit, was der Editor damit zu tun hat. Damit legen Sie den Grundstein für späteres Single Sourcing, also die Ausgabe gleicher Texte in verschiedene Formate oder die Migration Ihrer Dokumente in andere, vielleicht leistungsfähigere Editoren. Darüber hinaus schaffen Sie mit dem Namen der Formate auch die Möglichkeit, unterschiedliche Formate einem Text zuzuweisen, ihn also je nach Verwendung unterschiedlich zu formatieren oder besser formatieren zu lassen. Also, im ersten Schritt legen Sie sich einen Katalog mit Formatvorlagennamen an. Wenn Sie sprechende Namen wählen, machen Sie sich das Leben bei der Verwendung später leichter. Gehen Sie Ihre Dokumente durch und prüfen Sie, welche Formatierungen Sie verwenden. Prüfen Sie bei der Gelegenheit gleich, ob wirklich alle Varianten gebraucht werden. Hier bietet sich eine gute Gelegenheit, das Volumen zu verschlanken. Versuchen Sie, sich auf möglichst wenig Formate zu beschränken. Bedenken Sie immer, dass in dem Dokument, das der Leser später liest, die Formatierung auch eine Information anbietet. Fragen Sie sich, was das Format aussagt und entscheiden Sie, ob die Aussage an der Stelle wichtig ist. Ist sie wichtig, prüfen Sie, ob es Sinn macht, die Information explizit zu machen. Prüfen Sie auch, wie deutlich sie sich von anderen Informationen unterscheidet und ob die Unterscheidung wichtig ist und ob Sie sie konsequent über alle Dokumente hinweg durchhalten. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Achtung, wichtig, Hinweis oder Ähnlichem? Verfügen Sie über eine klare Differenzierung und halten Sie sie durch, dann sind unterschiedliche Formatierungen durchaus gerechtfertigt. Falls nicht, überlegen Sie, ob Ihre Dokumentation bei der Gelegenheit nicht gleich etwas verschlankt werden kann. Im nächsten Schritt erstellen Sie ein Dokument, mit dem Sie die Formate aus dem Katalog anlegen und mit dem gewünschten Aussehen formatieren. Dieses Dokument nehmen Sie dann als Vorlage und befüllen es jeweils mit neuen Inhalten. Der nächste Schritt ist dann leider am aufwendigsten. Sie müssen Ihre bestehenden Dokumente manuell von manuell erstellten Formatierungen bereinigen und diese durch Formatvorlagen ersetzen. Das Gute daran ist allerdings, Sie müssen es nicht alles auf einmal machen, sondern können jeweils nur die aktuell bearbeiteten Dokumente anpassen. So verteilt sich der Aufwand dann über eine längere Zeit. Gut, für dieses Video soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich habe die Hintergründe einigermaßen aufgehellt und Ihnen die ersten Schritte so deutlich gemacht, dass Sie sie umsetzen können. Über Feedback und weitere Anregungen freue ich mich immer gerne. Ich beantworte auch gerne individuelle Fragen persönlich. Meine Kontaktdaten sehen Sie hier auf der Folie und sie sind auch auf meiner Webseite www.singlefeeder.de zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher.